Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 2, die 100 Baby Challenge. So, Anton geht arbeiten und Honia macht gerade alles sauber. Nina kümmert sich noch um ihren jüngsten Sohn, der noch laufen lernen soll. Hallo Jens, kann ich Nico sprechen? Ja, dann kannst du von mir sprechen. Ah, wobei, nein, kannst du eigentlich nicht, gar Fernsehen. Hier, dann wirst du auch mal Fernsehen. Nico, du musst telefonieren und dann kannst du bitte aufs Klo gehen. Ciao, du sollst doch laufen lernen. Plaudern, okay, warte. Mitmachen. Du könntest nämlich auch mit deiner Schwester hier ein bisschen plaudern. Genau. Dann sollte Freunde eigentlich hochgehen. Bei beiden. Ja, oder auch nicht, gell, wenn du einfach wieder gehst. Ja, genau, bei dir sollte ich auch noch gucken. Ach, Einzelschüler. Alter, was ist mit dir? Da mach halt zuerst deine Hausaufgaben. Das ist ja ätzend. Abheben. So, dann mach mal hier dein Töpfchen. Deine Töpfchensachen. Du lernst noch das Laufen. Dir geht es soweit auch ganz gut. Und du kannst jetzt hier, Spaß hast du eh. Du kannst jetzt hier den ein oder anderen Sim mal anrufen, bitte. Und wenn du dein Töpfchen gemacht hast, kannst du weiter üben. So, wen haben wir denn? Daniel Hübsch. Oh, den haben wir kennengelernt. Okay. Norbert Göttgens. Okay, Daniel Gordon König. Mit dem können wir Maximilian Jahn. Julius Kohl. Jörg Gärtner. Nein, mit dem nicht. Henning Platz. Okay. Dann werden wir jetzt mal hier mit Daniel Hübsch ein bisschen telefonieren. Daniel ist bei der Arbeit, okay. Dann telefonieren wir halt nicht mit ihm. Dann probieren wir es bei dem. Nur plaudern. Wir werden einfach nur mal nur plaudern. Oder sollte ich die vielleicht einladen? Das könnte ich noch machen. Ja, wobei, okay, das hätte nichts gebracht. Das hätte nichts gebracht. Ich muss dann erstmal. Oh Gott, da habe ich mir wieder was vorgenommen. Da habe ich mir wieder was vorgenommen. So, wie schauen wir aus? Wie schauen wir aus? Wie schauen wir aus? Ganz gut überall. Mal gucken, ob das dann irgendwie nach oben geht. So, du hast dann beide Hausaufgaben gemacht, gell? Du brauchst dann dringend Freundschaften. Adelgrund Carlsen. Wie wär's, wenn du die einfach mal begrüßt, Junge? So, wie schauen wir da aus? Oh, okay, es geht schon ein bisschen hinauf. Okay, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier plaudern, keine Ahnung, fragen. Ach, denen gefällt dir nach Interessen. Was sind deine Fähigkeiten? Spielen, wertschätzen, unterhalten, Witz erzählen. Das könnte man machen, plaudern. Über Hobby reden. Ah. Okay, Daniel haben wir gesagt, arbeitet. Dann machen wir noch Maximilian Jahn. Einfach, damit wir hier noch was haben. Reden, Hobby, Reden, Filme und Literatur. Tanz und Musik. Spieler. Sie langweilt sich gerade total. Fitness. So, wenn du da fertig bist, mein Junge, bist du so nett und spülst das mal ab, gell? So, wie schauen wir hier aus? Aha, du bist schon wieder fertig, oder was? Warte. Wie wär's, wenn du dem noch das Laufen beibringst weiterhin? Ciao.
toll. Für 2 Simoleons können wir es verkaufen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann kannst du das nämlich auch gleich mal verkaufen. Okay, dann werden wir jetzt nochmal hier mit Daniel König plaudern, einladen. Der wird sicher nicht kommen, das kann ich vergessen. So, Freunde, ciao. Wir haben wohl hoffentlich hier ein bisschen hier spielen, Streichspielen, nee, spielen, Foodback, Ball werfen, fangen, Wasser, was mein Foodback. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. So, der Kleine pinkelt sich jetzt dann demnächst an. Das ist. Oh, und er hat das Laufen bald gelernt. Das ist ziemlich bald fertig. Das ist nice. Okay, dann bringst du mal für Holger die Flasche. Holger pinkelt sich jetzt gerade an. Das ist sehr schön. Na gut, eigentlich ist es nicht schön, aber in dem Fall muss es passen. So, Gordon König, wir müssen noch mal plaudern. Wir müssen ganz viel plaudern. Es tut mir leid, aber wir müssen ganz, ganz viel plaudern. Ich weiß, ich bin ein bisschen nervig, aber es muss sein. Es muss, es muss. So, mal noch mal was. Freunde, geht schon wieder runter. Irgendwie müssen wir das ja hier zusammenbringen, oder? Das sind die ganzen Hobbys. Die hat kein Interesse daran. Alter, wie mies ist das denn? Hast du daran Interesse? Ja, daran hat sie Interesse. Und das sollte nämlich auch den Spaß hochbringen. Oh, sie ist zu blöd. Jim, Jim, Jim. Er ist auch zu blöd. Okay, das wird er wohl irgendwie hinhauen. So, wie geht's dir? Spaß? Gruppen, Nina, Direktor einladen, um Date bitten, Sim. Wie wär's, wenn du den Kleinen in Ruhe lässt? Warte, 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 was machst du? Hier einladen, den laden wir mal ein. Hast du dem Kleinen jetzt schon die Wäsche ge. Wie wär's, wenn du ihm vorher noch die Windeln wechselst? Wieso ist mein Kind buggy? Wieso hat mein Kind noch nichts bekommen? Oh, fuck. Okay, wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Geh mal da weg. Wir haben ein kleines Problem. So. Kleiner, du musst hier hinkrabbeln. Windeln wechseln. Du gehst bitte noch mal runter und holst die Flasche für Holger. Alter, ist das anstrengend. So, ihm wechselst du jetzt bitte die genau. Ja, dann geht es ihm schon mal etwas besser. Dann kannst du ihn hier wieder absetzen. Dann räumst du das mal weg. Easy Lena. Dann kannst du hier das mal benutzen. Ja, genau. Und er hat das auch wieder nach oben gebracht. Okay. Dann können wir uns jetzt hier verabschieden. Ich werde hier die Hausaufgaben fertig machen. Oh, du Kleiner. Trink noch vorher und dann kannst du eh was essen. Spielen. Nein, 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 nein. Lass das, lass das, lass das. Lass den Kleinen zuerst noch was trinken. Der soll doch hier gesättigt sein. Bitte, danke. Ey, was bist du denn für ein Arsch? Echt jetzt? So, warte mal, entspannen. Was können wir da machen? Du musst dann erstmal was essen. Reste nehmen. Der Kleine hat gegessen. Den kann jetzt die Mama bitte ins Bett bringen. Danach geht sie dann aufs Klo und dann wirft sie die Ding weg. Achso, nee, warte mal, dann geht sie erst einmal duschen und dann wirft sie die Flasche weg. Genau. Du nimmst jetzt hier mal einen Rest. Dann wirst du einen Film ansehen, Familienspaß. Du könntest dann erstmal hier Reste nehmen, auch essen. Essen, 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 essen. Chapeau! Den hier. Genau, du hörst auf zu malen. Da bleibt jetzt hoffentlich noch ein Teller übrig. Nein, verdammt. Reste nehmen.
Oh, mein Kind schläft. Wieso? So. So, wann kommst du eigentlich nach Hause? Um 16 Uhr. Okay, du kommst bald nach Hause. Du hast aber eh keinen Hunger. Du kannst dann hier die Reste mal weglegen, bitte. Direkt. Du kannst die Sachen direkt weglegen, duschen. Und dann, keine Ahnung, vielleicht wirst du ja wieder befördert. Also schön wär's. Es wäre sogar ziemlich nice, weil dann hätten wir wieder ein bisschen mehr Kohle. Dann hätten wir ziemlich viel Kohle. Okay, ziemlich viel eigentlich auch nicht, aber mehr als bisher. So, du bist ein Dreierschüler. Wieso bist du die ganze Zeit ein Dreierschüler? Ich verstehe das nicht. Madame, was machst du denn? Ach so, genau, du guckst jetzt Fernsehen. Du wurdest leider nicht befördert. Das ist schade. Das ist schade. Aufräumen. Du gehst dann auch bitte schlafen. Handtragen, Hunger, Spaß. Du kannst jetzt vorher noch hier mitmachen. Du musst arbeiten. Wieso musst du jetzt arbeiten? Okay, Kleiner. Jetzt musst du noch ein bisschen was machen im Haushalt. Wenn du das gemacht hast, was da weglegen. Okay, warte mal. Nein, das kann er machen. Hier, Reste weglegen. Du, mein Kleiner, genau, lass das mal. Du wirst hier abspülen. Dann gehst du auch noch schnell duschen. Dann kannst du hier schlafen gehen. Und er ist noch nicht ausgeschlafen. Gut. Harntragen. Das ist jetzt natürlich doof. Er hat schon wieder keinen Spaß. Ausschalten. Fernsehen. Liebe Mama, was machst du denn? Hier, warte mal, bevor du hochgehst, aufräumen. Und du könntest dann eigentlich auch noch eine Kleinigkeit essen. Na gut, das kannst du später auch noch machen. Okay. Du gehst dann auch einfach mal schlafen. Zudecken. Oh, ist das süß. Ich finde das immer so süß, wenn sich die Geschwister sich umeinander kümmern. Das finde ich richtig süß. Aber es ist ein fleißiges Treiben. Hier, da, dort, da machen, dort machen. Es ist immer was zu tun, aber es geht. Es geht. So. Es geht. So, also ich kann mal testen, ob mein Stift hier schon ein bisschen warm genug geworden ist. Nee, er schreibt immer noch sehr, sehr wenig. Das finde ich gerade ziemlich kacke. Oh, Antonia hat einen Kochpunkt errangt. Sehr schön. Und die Beziehung zu ihrem Bruder sollte jetzt normalerweise auch wieder besser werden, oder? Ah, ja, warum ist die Beziehung zu ihm schlechter als von ihm zu ihr? Das muss ich jetzt halt verstehen, oder? Ich glaube, nee, das muss ich nicht verstehen. Sehr bekommt auch einen Kochpunkt. Beide bekommen Spaß und die Freunde gehen hoch. Sehr schön. Handtragen, Hunger, Energie. Wieso hast du immer noch Hunger? Das verstehe ich jetzt nicht. Was kannst du denn jetzt noch kochen? Abendessen servieren: Nudeln mit Käsesoße, Spaghetti. Dann koch einfach mal hier. Vielleicht macht dir das ja auch Spaß. Du brauchst einfach nur Energie, gell? Der Kleine ist auch bald wieder wach. Shit. Okay, warte mal, lass ihn mal raus. Das jährliche regionale Filmfestival beginnt nächste Woche und Gruppenkarten sind besonders günstig. Das Problem ist, dass Jens nicht weiß, wer mit ihm zu dem Festival gehen möchte. Soll Jens einen Aushang am schwarzen Brett des Büros anbringen oder soll er zu den einzelnen Kollegen gehen und sie persönlich fragen? Einzeln fragen.
Oh je, die Kollegen persönlich zu fragen, ist die einzige Möglichkeit. Jens geht von einem Büro ins andere und versucht, das Interesse der Kollegen an einer Gruppenkarte zu wecken. Nach mehreren Absagen macht Jens erst einmal Mittagspause. Als er zurückkommt, stellt er fest, dass einige seiner Kollegen eine Gruppenkarte ohne ihn gekauft haben. Jens muss mehr Simoleons als erwartet für eine teure Einzelkarte ausgeben. Toll. Das ist ja richtig doof. Alter, wenn Jens zurückkommt, muss der dringend hier duschen und das Klo. Und dann vielleicht Fernsehen, das geht vielleicht auch noch. So, du lässt den Kleinen jetzt gleich raus, genau. Und bringst ihm am besten gleich das Laufen fertig bei. Oh, ist das süß. Schau, weil dann haben wir nämlich die anderen auch nicht aufgeweckt. Das ist super. Das ist super. Hier, Laufen beibringen. Dann haben wir Holger auf alle Fälle auch alles beigebracht. Und Holger zählt auch zu den 100s. Ach so, warte mal, du. Warte, lass das mal. So. Reste weglegen, Reste weglegen, Reste weglegen. Hier aufräumen. Wieso hast du Hunger? Ich verstehe das nicht. So, Fernsehen. Er hat es gleich gelernt, super. Dann willst du nur noch. Genau, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, dann kannst du den Kleinen jetzt aber hier mal runterlassen und selbst schlafen gehen, weil du wirst vorher noch eine Akne-Creme verwenden. Akne-Creme verwenden, dann wirst du schlafen gehen. Du kannst dann, genau, in der Zwischenzeit spielen gehen. Das sollte die Leute normalerweise nicht stören. Eigentlich brauchst du Spaß, gell? Film ansehen, umschalten auf Sims Kids Kanal, Dance TV. Okay, weißt du was? Du gehst jetzt auch hier benutzen und schlafen. Und wenn du zurückkommst. Oh, das ist bald. Naja, wir wollten ja eigentlich noch Charisma weiterbilden bei dir, gell? Dazu sind wir gar nicht gekommen. Alter, Folter, ist das ätzend. Ich weiß, dass deine Schwester da oben jetzt gerade sitzt. Aber sie ist schon weg. Guck. Guck, sie ist schon weg. Sie ist schon weg. Fernsehen. Okay, nee, du gehst dann auch einfach hier schlafen. Hey, ey, 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 warum bist du jetzt nicht aufs Klo gegangen? Was soll denn der Mist? Naja. Ah, die Mutter ist auch schon wieder wach. Echt jetzt? Oh, ist das süß. Sie kümmert sich auch hier richtig putzig drum. Okay. Dann, wenn du schon wach bist, kannst du mal hier nicht überprüfen, sondern Reste nehmen bitte. Und du gehst schlafen. Toll, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Ah, da ist noch eine Flasche. Okay, wenn du das gemacht hast. Wenn ich die jetzt vorher gesehen hätte, hätte ich natürlich gleich mit runtergenommen, gell? Hätte Fahrradkette. Ist natürlich Mist, aber was willst du machen? Eigentlich könnte ich Anton ja schon altern lassen und Antonia eigentlich auch schon. Und Jens könnte ich eigentlich demnach auch schon altern lassen, weil eine Eins hat er ja.
Ich glaube, es ging ja nur darum, dass die Kids eine 1 haben und nicht zwingend eine 1 plus. Das heißt, da könnte ich eigentlich schon weitermachen. Sprich, 2 könnte ich schon rausschmeißen. Hahaha. Er muss erstmal eine 3 plus bekommen, eine 1, also generell eine 1 bekommen. Puh, ich glaube, das könnte doch ein bisschen anstrengend werden. Aber was soll's. So, Kleiner, was ist mit dir? Was machst du jetzt? Spiel bitte weiter. Tu mir den Gefallen und spiel bitte weiter. Was machst du? Genau, du räumst das weg. Das ist super. Handrang, Freude. Bild verschwinden lassen. Wir könnten noch eine weitere Staffelei machen. Tagebuch schreiben. Okay, schreib du mal Tagebuch. Aufräumen. Nee, weißt du was? Oh. Oh, warte. Was brauchst du denn für Punkte? Logik, Charisma. Hast du Charisma? Nee, du hast nicht mal irgendeinen Punkt in Charisma. Aber eigentlich ist es auch egal. Weil du hast eh nur einen Teilzeitjob. So. What the fuck? Hä? Ich hab doch gar keinen Mod drin, wo der Kleine hier die Treppen runtergeht. What the hell? Habt ihr das gesehen? Ich hab ein Alien-Baby oder sowas. What? So, versteckt sie das jetzt, wenn der Kleine da ist? Okay, nee, tut sie nicht. Oh, das stinkt. Okay, warte mal, wir werden dich jetzt mal eben schnell hier wechseln. Und dann, oh, dann weiß ich schon, was ich machen kann. So, wenn du jetzt gewechselt bist, werden wir die Windel schnell wegschmeißen. Genau, aufräumen. Und dann werden wir hier Holger ein Kleinkinderlied beibringen. Passt. Gut. Dann werde ich jetzt damit die Folge wieder beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.